So, und willkommen zurück zur zweiten Folge am heutigen Tage. Wir haben ja in der letzten Folge hier so ein bisschen umgebaut mit zweiten Bahnhof. Also hier so ein Doppelbahnhof, damit das noch ein bisschen was aussieht. Und wir sehen, hier fahren schon ein paar Züge rein und raus. Achso, eigentlich eher durch, statt rein und raus. Und ja, wir wollen einfach mal gucken, was hier noch so weitergeht, wie man hier am besten noch profitieren kann, weil das ist hier auch so ein Konstrukt. Das habe ich nicht alleine gebaut. Das könnte man eigentlich mal überarbeiten, und zwar ganz kräftig. Und zwar könnte man jetzt einen Abzweig nach links bzw. einen Abzweig nach rechts bauen. Beziehungsweise könnte man überhaupt erstmal eine zweite Spur bauen, damit eventuelle Züge auch auf der Seite direkt bleiben und dann hier um die Kurve fahren, die wir hier jetzt gerade mal entstehen lassen. Die ist auch ein bisschen blöd geworden wieder. Ich hasse es immer so, wenn die Ausfahrten nicht so werden, wie man sich das vorstellt. Also so richtig Bullshit halt. Ne? Das können wir nochmal ändern. Das können wir ja eigentlich schon wieder ändern, weil das ist nicht richtig gebaut worden. So. So. Dann bauen wir das so. Sieht jetzt zwar genauso derb aus, weil wir hier ein gerades Stück drin haben, aber das kann man ja auch ändern, wie man das denn hier setzt. Genau. So. Dann bauen wir das so. Dann haben wir hier erstmal eine Verbindung. Dann könnte man noch schauen, ob man hier die Verbindung irgendwie reinkriegt. Oder ob hier der Brückenpfeiler im Weg ist, was im Moment der Fall ist. Aber davon lassen wir uns auch nicht aufhalten. Das kriegen wir alles hin. So. Ich höre hier lauter Gequake von den Stadtbewohnern. Das ist gut so. Das heißt, es ist höchstens nochmal von da aus ein Abzweig weg. Dann haben wir da schon mal einen Abzweig mehr. Das heißt, die Züge brauchen jetzt nicht mehr hier oben erstmal diese Schleife fahren, die eh irgendwie ein bisschen chaotisch aussieht. Okay, wir wollen die ja so ein bisschen behalten. Wir reißen hier mal nur so ein Stück ab, weil alles Gute ist ja nicht schlecht, wie jetzt diese Kreuzung, sondern es ist halt noch ein bisschen verbesserungswürdig und das kriegen wir hin. Kann man ja ganz ehrlich und offen sagen. Es ist nicht das Beste, was die hier gebaut haben. Aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, das hier zu verbessern. Und effizienter zu machen. Und was weiß ich noch. So. Kann man jetzt nämlich hier einfach mal rausgehen. Dann mal sich bitte so verbinden. Dann haben wir da notfalls auch schon mal den Übergang in das Parallelgleis, welches Richtung stadtauswärts führt. Da haben wir jetzt auch das Gleis, welches in die andere Richtung geht. Und dann brauchen wir noch eines, welches wieder zurückgeht. Und zwar in Richtung, ich möchte hier schnell wieder raus, beziehungsweise ich möchte hier woanders hin. Dann haben wir das nämlich gelöst, das Problem. Dann fahren die hier nämlich astrein schon mal. Das heißt, wir könnten von hier einfach den Zug abzweigen und dann auch nach hier oben fahren lassen. Das könnten wir eigentlich mal machen. Dann haben wir hier noch einen zweiten Zug, der da reinfährt. Den lassen wir auf dem Gleis reinfahren. Und dann auf dem. Dann wieder zurück.
Genau. So. Jetzt brauchen wir die Linie. Jetzt gebe ich dir auch noch eine neue Farbe. Wieso habe ich eigentlich die Farbe nicht akzeptiert? So, weil er das Escape nicht genommen hat. Deswegen. So. Dann haben wir da auch schon mal eine neue Linie, die hier fahren kann, darf. Fährt denn hier eine Linie lang? Nö, das sind nicht unsere Linien. Hier vorne. Wieso raffen die das denn nicht, dass die auch umschalten können auf, auf das neue Format? Wenn ich hier rüber... Ach ne, jetzt zeigen sie es noch alt an, weil... Genau, das kann auch weg. Das kann auch wieder ausgeblendet werden. Und jetzt kann man hier ruhig noch sagen, wenn das ginge, dass man hier vorne einen Übergang gleich hat für das Gleis, dann fahren die da nicht unbedingt immer durch das hier durch und halten dann hier den ganzen Verkehr auf, wenn da einer einfach rüber will. Das ist ja auch mal was Neues. Und in der Zeit probieren wir hier hinten nochmal dasselbe. Das sieht Mist aus. Das sieht okay aus. Dann machen wir das doch erstmal übergangsweise da. Wenn der Ort bereits belegt ist, dann findet man auch immer schnell einen neuen. Ja, da ist ja auch okay. Da haben wir dann da unsere neue Linie. Folgen wir der einfach mal. Ein sehr schöner Holzbodenbereich. Tatüter da. Ich wusste eben nicht, was ich dazu genau sagen soll, was das für ein Gebiet sein soll da. Deswegen eben diese komische Formulierung zu dem Gebiet. So, genau. Dann machen wir hier hinter dann einfach... Hier machen wir dann erstmal ein anderes Streißentypchen. Dann fühlen sich da die Leute nämlich erstmal wohler, können dann da rüberlaufen. Und dann können wir sagen, okay... Ich habe da noch nichts. Deswegen machen wir da auch erstmal noch nichts. Nein. So, genau. Dann können wir das erstmal so machen, das kleine Gebiet abstempeln. Beziehungsweise erstmal halb fertig bauen. Wir brauchen jede Menge Bewohner. Das Krankenhaus ist immer noch nicht in Benutzung. Wieso nicht? Also wenn einer da Bescheid weiß, wieso nicht? Kann der das ruhig mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe nämlich keine Ahnung wieso. Und ja, deswegen einfach mal schön in die Kommentare schreiben, was ihr meint, es fehlt, falsch ist oder sonst was ist. Dann kriegen wir das ja vielleicht besser hin. So, da ist die Stadtgrenze. Das heißt, da haben wir auch langsam das Maximum erreicht. Auch mal eine Sache, dass sich die Straßen nicht verbinden. Aber okay, das soll alles mal vorkommen. So, dann haben wir die Verbindung. Kann man hier hinten sagen, okay. Dann bauen wir die auch nochmal aus. Das kann eigentlich weg. Wir machen hier noch so ein kleines Stück. Schadet ja auch nicht, ne? Dann machen wir hier wieder Gebiete hin. Dann kommen hier erstmal fett Gewerbegebiete rein. Dürfen jetzt natürlich noch die Hälfte wieder ausfüllen mit Wasser, also Rohren. Dass die hier auch ja nicht auf Grundeis gehen bei der Wasserversorgung. Genau, dann machen wir hier jetzt eine Außenlinie. Okay, die will er nicht. Dann machen wir die bis dahin, reißen den Teil ab, weil der ist ja unnötig. Und dann wächst hier erstmal das neue Stadtviertel auf. Genau. Die Leute laufen hier alle rüber.
Da hat, glaube ich, der Kerl noch ein bisschen hat falsch verstanden, ne? Ich weiß es nicht. 86 wollen hier schon her. Und weg wollen schon 0. Das heißt aber, gleich sind 210 Leute. Okay, das sind doch ein paar mehr. Ja, wir machen hier natürlich auch noch eine U-Bahn-Station rein, dass die von hier nach da drüben können, ohne eine wirklich große Gefährdung nach sich zu ziehen zu lassen. Dann machen wir hier einfach oben noch eine kleine Tour. Die ganzen Bahnen rein. Und dann ist ja hier auch eine Haltestelle, ne? Das heißt, da kommt dann auch die Verbindung ran. Wir gehen dann einfach da durch. Dieser Ort ist bereits belegt. Ja, wieso denn? Tunnel, ich mag euch nicht. So. Dazu brauchen wir dann da die Verbindung. So. Jetzt haben wir euch. Jetzt heißt es nämlich von da nach. Also wir fangen da an. Geh nach da, geh nach da, geh nach da, geh nach da. Dann haben wir da erstmal eine Tour. Die feiern wir auch gleich noch ein. Das machen wir. Okay, wir fangen hier hinten an. Dann gehen wir da lang, da lang, da, da, noch da rein. So. Zack, zack. Zack und zack. Dann haben wir die Linie auch abgeschlossen. Dann können wir jetzt hier sagen, okay, ich möchte die jetzt aber einfärben. Dann geben wir der erstmal eine andere Farbe, sagen dann okay. Geben dann der hier auch eine andere Farbe. Das war eher so ein Knallrot. Und der hier unten geben wir dann auch noch eine neue Farbe. Ja, so Richtung Hautton-mäßig. Kann das schon was werden? Genau, hier unten fahren zwei Bahnen. 81 Leute fahren da von da schon mit. Das soll was heißen. Und da die eine Haltestelle hier noch keine Verbindung so wirklich hat ans Stromnetz, machen wir das auch einfach so, dass wir hier den Teil so machen und den anderen Teil so. Dann wechseln die sich hier nämlich etwas ab. Genau. Die fahren ja auch vernünftig. Ja, ihr habt Probleme hier mit den Arbeitern. Das haben wir auch schon kapiert. Vor allem in einem und demselben Gebiet immer. Komischerweise. Immer wieder dasselbe Gebiet. So. Dann können wir das eigentlich auch. Was ist denn hier los, Alter? Ihr kriegt nur nicht genug Arbeiter. Daran liegt das Wetter. Vielleicht sehen alle Gebäude gleich aus, die oder fast gleich aus, die immer keine Leute bekommen. Hm. Ich weiß ja nicht, woran das liegt, aber daran liegt das auf jeden Fall nicht. Nein. Oh. Mir fällt auf, wir haben hier gar keine Abfahrt. Ja. Und wofür war das denn hier? Ich glaube, das war mal noch eine Ausfahrt. Aber ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass das wirklich mal so war. Aber ich meine, das war mal so. So, ich habe ja gelernt, mit Rechtsklick kann man auch die Richtung nach umkehren. Nein, das machen wir aber nicht. Wir lassen das hier wirklich nur als Einbahn. Wieso haben wir dann nicht eigentlich gleich so gebaut? Das ist auch noch eine gute Frage. Wieso soll er... Naja, ich frage es gar nicht. So, ja, ihr braucht immer noch Leute. Das ist bewusst. Sieht jetzt aus. Immer noch 0 von 30. Und hier sind alle krank und das läuft einfach gar nicht. Haben wir irgendwie das Maximum an Kliniken erreicht? Brauchen wir denn die kann zum Beispiel weg. Dann haben wir hier unten noch eine kleine.
Die kann auch weg. Die kann da auch weg. Dann war doch hier noch irgendwo einer. Hier unten die. Kann doch auch weg. So, nein. Das ist falsche. Das ist so. Genau. Das ist ja hier alles auch noch in Ordnung. So, was ist das? Das ist die Polizeiwache. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das irgendwie Anlauf nimmt. Nein, Normalbetrieb. Wieso geht das denn hier nicht, bitte? Wasserprobleme? Was? Wasserprobleme? Wir können theoretisch hochschrauben, aber nein, wir gehen es ordentlich an. Wir bauen einfach hier eine Abwasser... Nein, wir bauen hier was ganz Neues auf an Abwasser und Wasser und sonst welchen Wasserkomplexen. Und Abwasser bauen wir auch nochmal eine dazu. Schadet ja nie. So, wie sieht es jetzt aus, wenn ihr in Betrieb geht? Alles picobello, die Wasseranlage ist in Betrieb. Nein, da können wir ruhig nochmal eine zweite daneben bauen, die dann Betrieb macht. Und meinetwegen dann auch nochmal eine dritte. Dann sollten wir da erst recht mehr Betrieb haben. Und dann auch nochmal eine Abwasseranlage dazu. Sollte reichen. Genau, der Kreisel funktioniert hier auch. Bomber, den wir da gebaut haben. Damit die Leute sich da nicht mehr festfahren. Hier unten in den Hafen läuft das auch alles gut. Genau, das sind hier die Holz-LKWs, die raus wollen. Wir müssten eigentlich nur, um Ressourcen aufzuhalten, beziehungsweise neue Ressourcen dazu zu bekommen, müssten wir eigentlich nur hier Gebiete erstmal rauslöschen. Wir löschen mal ein paar Gebiete, damit mindestens ein paar Unternehmen sich hier hocharbeiten können. Und nicht unter Mitarbeitermangel leiden. Ja, wir machen jetzt zwar einen großen Fehler, aber es ist doch dann lieber recht, das so zu machen, als gar nicht. Und hier hinten haben wir auch eine Arztpraxis drin, die ich nicht verstehe. Ah, vielleicht wird das... Wieso geht denn das nicht? So, bereits belegt. Gibt's nicht. Normalbetrieb. Kommt, schick Krankenwagen raus. Hallo. Oder kann ich etwa die Krankenwagenreserven so runterfahren? Eigentlich ja nicht. Okay, machen wir das mal klipp und klar. Kürzen wir hier einfach erstmal das Budget. Krankenwagen 15. Dann sollten die ja mal... Ah, sie rücken aus. Wieso? Wieso geht denn das auf einmal, wenn wir die runtersetzen? Wahrscheinlich leiden sie jetzt unter direkten Mangel, deswegen stellen wir die einfach mal auf 80. Sollte ja auch ausreichen, dass hier noch ein bisschen gefahren wird. Genau, die meisten Leute gehen wahrscheinlich hier runter, fahren dann mit der U-Bahn und kommen hier oben wieder hoch oder sowas. Wenn die auch woanders hin wollen, da kommt wieder ein Flugzeug. Genau. Das heißt, wir könnten eigentlich hier noch weiter ausbauen. Und zwar könnten wir hier, wenn das hier nämlich mal eine Metropole werden soll, könnten wir hier eigentlich sagen, das soll zweispurig werden. Aber zweispurig wäre dann auch ein bisschen blöd, oder? Ja, hier wäre eigentlich zweispurig richtig gut, das lang zu bauen. Aber wir müssen die ausrichten, damit das halt wirklich was werden wird.
So. Das wäre dann nach da schon mal ausgerichtet. So. Wenn ich die jetzt hier lang ziehe, ne? Und dann hier. Hier außen zurückgehe. Dann haben wir ja hier erstmal das Höhenproblem. So. So, dann machen wir das doch erstmal hier. Dass wir doch bis dahin eine gute Verbindung haben. Das heißt, die brauchen wir jetzt hier erstmal nicht mehr. Das könnten wir, wenn es gut geht. Der Ort ist bereits belegt. Der auch. Jetzt könnten wir halt hier sagen, okay. Das geht, da möchte ich das einfach mal so haben. Das ist ja auch ein bisschen. Wieso sieht denn das eigentlich alles so blöd aus? Dieser Ort ist bereits belegt. Ach Gott, das schaffen wir auch noch irgendwann. Ich glaube daran. Wenn ich daran glaube, dann geht das. Ah. Dahin ginge das schon mal. Das heißt, von dort aus ginge dann auch. Nee, von dort aus ginge dann auch der. Genau. Gut. Jetzt will ich aber nur ein Teilstück abreißen. Okay, müssen wir doch leider mehr machen, als ich gewollt habe. Gucken wir mal, ob das so ranpasst. Upgraden, andere Richtung, andere Richtung. Das graden wir da auch mal ab, genau. Das ist auch noch nicht abgegradet. So, dann haben wir da erstmal für ganz viel Verkehr einen Bereich geschaffen. Eigentlich kann das Teilstück da weg. Genau. Dann könnten wir, da wir ja überall hier schon so ein paar Bahnhöfe haben, könnten wir hier sagen, ich möchte hier auch noch einen Bahnhof dran haben. Wird sich zwar da noch nicht so lohnen, aber hier hinten könnte sich das echt schon lohnen, dass wir dann da einen Bahnhof nochmal reinsetzen. Gefälle zu steil. Okay, das sollten wir glaube ich da nochmal, nein, wir reißen das nicht ab, wir verschieben das einfach gleich den Strom etwas höher mit. So. Moven bis dahin. Dann heißt es, die Straße könnten wir auch hier platzieren. Dann könnten wir so da hoch. Und dann hier rum eigentlich raus. Oder so. Und dann hier so darunter. Oder was sagt ihr? Ja, ich glaube, darunter ist auch okay. So vom Winkel und so was. Das sollte okay bleiben und sein. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier noch gerade raus können. Genau. Das können wir Gott sei Dank auch noch. Das heißt, es war noch nicht so schlimm. Wir können auch noch mal hier runter. Gefälle zu steil. Eine Bombe. Dann machen wir doch hier noch mal das alles. So. Bis dahin. Und dann machen wir dasselbe hier auch noch. Ah ja, ich sollte das Raster ausmachen, dann können wir hier auch wieder viel präziser arbeiten als eh schon. So.
nee, ausmachen, das Raster. Da möchte ich genau da dran. Dann auch noch da dran. Hey, wir haben was geschaffen. Jetzt kann man hier einfach die Verbindung nochmal neu ziehen. Und dann haben wir da eine perfekte neue Strecke. Jetzt ziehen wir hier unten noch das Wasser ein. Da auch noch. So. Dann könnten wir hier auch erstmal wieder Platz für jede Menge Neues machen. So. Dann haben wir die auch so. Das ist okay. So, wenn die jetzt bitte hier hinten anfangen zu bauen, dann ist das nämlich perfekt. Dann kriegen wir das ja mindestens schon mal hier rüber alles. Dann haben wir da einen passenden Übergang. Können hier nämlich überall die Leute rangehen. Das ist ja auch mal eine schöne Sache. Dann machen wir hier einfach noch eine Linie von da, nach da, nach da und zurück. Wenn die dann ordentlich will. Dann machen wir auch gleich mal Ende. Wieder für diese Folge. So. Nehmen wir mal was Auffälligeres. Genau, an die Haltestelle kommt es noch nicht so ganz, weil da der Strom fehlt. Aber das sollte ja auch nicht das Problem sein, weil jetzt bauen die ja auch den Strom aus und sowas. Genau, da kommen auch die ersten Gebäude. Das heißt, Strom sollte endlich bald kommen. Sobald hier Gebäude zwischen sind oder hier noch eins erschaffen wird, ist der Stromfluss gewährleistet. Natürlich könnten wir jetzt erstmal dafür gezielt sorgen, damit dass das passiert, indem man hier einfach die ganzen Gebiete erstmal rausschmeißt. Dass das genau da drinnen passiert, in dem Bereich. Und dann sollte das auch alle Mannwirt hier werden. Nee, ich möchte hier das komplette Gebiet bitte andersrum machen. So. Genau, hier entsteht jetzt auch eins. Genau, jetzt ist der Stromfluss nämlich connected. Das ist auch supi. Haben wir das gut. Und dann setzen wir hier schnell noch ein paar Bäume rein. Einfach, weil wir es können. Haben wir hier auch ganz große Bäume? Da haben wir hier nur so Mikri-Bäume. Oh, sind das lahme Bäume? Sind ja alle voll klein. Bis auf die Tannen, die sind groß. Und wieso haben wir nicht auch solche großen Bäume? Ist ja langweilig. So, genau, da die da jetzt schon eingezogen sind, kann man dann auch sagen, okay, du ziehst wieder da zurück, du kriegst dein Gebiet zurück und du deins. Und dann darf hier nämlich in der nächsten Folge weiter ausgebaut werden. Von A bis Z. Die Züge fahren ja hier ordentlich alle. Aber wieso fahren da zwei Stück hintereinander? Ich habe keine Ahnung. Oh, das kriegen wir auch noch irgendwann raus. Ja. Eine rot-gelbe Schnitte. Jetzt ist supi. Genau. Da fährt auch der Zug rein. Das passt auch. Der fährt... Wie fährt denn der? Unterwegs. Wohin fährt die Linie? Ich habe noch keine Ahnung. Deswegen folgen wir der ganz kurz. Diese 30 Sekunden mehr oder weniger machen ja eigentlich auch nichts aus. Achso, der fährt hier irgendwo vorne hin. Ah, ja, okay. Macht ja nichts. Jetzt haben wir hier auch das Gebiet schon mal in die Richtung geleitet, wo es werden soll. Es sind immer noch kranke Leute. Kranke Bürger. Und wir haben 9 von 20 Wagen im Einsatz. Das ist ja eigentlich hier noch gar keine Auslastung für die.
Ups, ich wollte eigentlich Feuerwehr gucken. Genau, da muss hier drüben noch eine neue Feuerwehrwache dann rein. Und auch, na, Polizei geht da. Das reicht. Bildungsmäßig muss dann natürlich auch wieder eine neue Schule hier irgendwo zwischen. Das sieht da hier auch noch halbwegs vernünftig aus. Sobald die dann halt mal hier etwas vorangehen mit ihren Gebieten, sollte das ordentlich was werden. Dann müssen wir die hier hoch arbeiten lassen und dann passt sich das. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir einfach mal, was die Welt so bietet. Und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht nicht sogar noch eine Auffahrt drauf machen, noch eine andere. Und ja, bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit. Ein ganz großes Dankeschön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, so zahlreich. Und wieso fährt der Zug auf das Gleis? Ich habe auch keine Ahnung. Oh, der fährt hier in die Richtung raus. Ja. Ah, okay. Die Frage stelle ich mir irgendwann später. Wir müssen in der nächsten Folge dann nochmal so ein bisschen Industriegebiet auf jeden Fall bauen. Beziehungsweise Bürogebiete eher. Und damit das Ganze hier noch am Laufen gehalten wird. Und die nächste Folge kommt morgen um 12. Ich bedanke mich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge morgen. Und bis dahin eine wunderschöne Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.